diese Beine sind absolut geisteskrank. Es hängt ein bisschen Speck dran, Freunde. Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit dem lieben Simon. Wir haben gerade ein fettes Training absolviert, Freunde, ein richtig, richtig fettes. Er hat Kniebeuge-Maximalversuch gemacht und Deadlift-Maximalversuch. Das Video, Freunde, müsst ihr unbedingt auschecken. Aber jetzt soll es nicht ums Training gehen, sondern ich habe mir gedacht, ich nehme den lieben Simon mal her. 15 Jahre, wie schwer derzeit? 100,4 heute. 100,4 Kilo, also glatte 100 Kilo kann man sagen. 1,5 Jahre Training. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns halt eben heute mal an, wie der liebe Simon denn so ohne Klamotten ausschaut. Das heißt, ich würde dich mal bitten, T-Shirt auszuziehen, auf ganz no homo jetzt hier an der Stelle. Und die Hose natürlich auch. Weil deine Beine, Digga, heilige Digga, das sind Brocken. Also Leute, ohne Witz, da traue ich mich gar nicht mehr, meine Hose runterzuziehen. Aber ich schwöre es euch, diese Beine sind absolut geisteskrank. Wir gehen mal ein bisschen so die Grundposen durch. Kennst du dich auch mit Posen bzw. so halb halt. Okay, dann starten wir einfach mal mit einer guten alten, würde ich sagen, Grundpose von vorne. Bam, geisteskrank. Dann machen wir mal Vierteldrehung nach welche Richtung, wie du willst. Also egal. Wir machen nur ein paar Posen auf ganz basic durch, damit die Leute auch mal eine gute Form. Dann machen wir mal Sidechairs einfach. Also Brust ist auf jeden Fall gestört und er hatte vorhin schon gemeint, weil ich habe ihn gefragt, so wie oft er Brust trainiert und er macht derzeit nur Bankdrücken, habe ich das ja, richtig aber verstanden? 8 bis 10 Sätze pro Einheit. Pro Einheit, okay, dann sind es also trotzdem, halt trotzdem 30 Sätze Brust fast die Woche, aber... Ja, fix, aber ich konzentriere mich da nicht wirklich auf die Brust, ich konzentriere mich einfach nur das Gewicht zu bewegen. Okay, dann schauen wir uns mal die Rückenpose an, die machen wir vielleicht eine Double Biceps von hinten. Die Schenkel sind auf jeden Fall geistesgestört. Wir machen noch die Arme ein bisschen vor, ein bisschen nach hinten lehnen. Ja, man sieht auf jeden Fall, Leute, ist schon stark, aber geht auf jeden Fall noch wie bei den meisten Leuten einfach unterer Latansatz. Ist bei den meisten leider die Schwäche, bei mir genauso, bei Paul auch, was ich weiß. Und ja, dafür trainieren wir ja. Vielleicht mal eine Bauchpose, also die hier mal und dann voll Luft raus. Okay, man sieht, es hängt ein bisschen Speck dran, Freunde. Sonst mach vielleicht mal eine Vakuum noch, das könnte, glaube ich, richtig geil aussehen. Wirklich, probier mal. Dafür, dass du gerade gesagt hast, du kannst keine Vakuum, Digga. Ja, das Gefühl das erste Mal. Nicht schlecht. Was interessanter für die Leute, wie viele Kalorien isst du jetzt in der Minicut? 3,5 bis 3,7 so. 3,5 bis 3,7, heilige Scheiße. 3400 war bei mir zum Beispiel, jetzt damit ihr einen Vergleich habt, das Maximum, was ich jemals in einem Aufbau gegessen habe. Nicht jemals, Freunde, aber wo ich clean aufgebaut habe. Sonst gab es mir auch Zeiten, wo ich 6000 gegessen habe. Wir können euch wirklich auch einen Tipp geben, Freunde. Mehr essen bedeutet nicht irgendwie mehr Gains oder sonst was, sondern schaut. Ich persönlich finde einfach geiler bzw. angenehmer ist es wirklich, wenn ihr nur einen leichten Überschuss fährt und, sage ich jetzt mal, langsamer an Gewicht zunimmt, aber dafür auch so wenig Fett wie möglich. Und man muss vielleicht auch da die Priorität setzen, was einem lieber ist, beziehungsweise wenn es einen nicht stört, dich jetzt zum Beispiel gar nicht gestört, dass du am Anfang etwas ein bisschen dicker warst. Ich war früher extrem dick, habe dann eine Diät gemacht und dann ist angefangen zum Aufbauen. Okay. Also da bin ich halt ins Gym gegangen, deswegen, ja, war halt, ich war früher fett, dann bin ich wieder fett geworden. Okay. Aber dafür, Digga, muss ich ehrlich sagen, Respekt, vor allem für 1,5 Jahre Training, das dürfen wir nicht vergessen. Richtig geil, ja, alle nochmal ein paar Posen. Arme, muss ich sagen, sind auch wenn du vorhin meintest, dass es deine Schwäche ist, vielleicht Bizeps ist stark, aber Trizeps könnte ich vielleicht noch ein bisschen, der hintere Kopf, wie bei den meisten, aber sonst ist halt wesentlich kleiner, also zumindest das meiste. Ja. Aber ist bei den meisten so, ein Arm ist immer ein bisschen kleiner, Freunde. Vielleicht mal einen Lat Spread von vorne und dann nochmal von hinten als Vergleich, um das zu sehen. Stark, greifen jetzt ruhig noch, ein bisschen weiter unten, dann kannst du den Lat weiter rausholen, ja, stark. Schultern unten lassen. Ja. Strong, Brust kommt, finde ich, sehr, sehr stark auch bei der Lat Spread. Wir lehnen noch ein bisschen nach hinten. Anderes hinten, ja, so. Schön. Dehnungsstreifen sind auch am Start. Gutes Zeichen. Also, Freunde, ihr braucht euch nicht irgendwie genieren oder irgendwas, was ihr denkt, dass ihr falsch gemacht habt, wenn ihr Dehnungsstreifen habt. Sogar ein gutes Zeichen, Freunde, mehr oder weniger, ja, weil ihr einfach Gains gemacht habt. Bei mir sind sie zwar leider also ich habe wirklich auf meinem ganzen Körper keinen einzigen Dehnungsstreifen oder ich glaube auf meinen Arschbacken, aber sonst wirklich nirgendwo. Ist auch wie so vieles am Körper genetisch einfach. Manche bekommen keine, weil die Haut sehr elastisch ist, manche schon, wie zum Beispiel Simon. Aber Freunde, geniert euch nicht, die verblassen mit der Zeit. Und außerdem finde ich ein geiles Zeichen, so als... Das ist einfach ein gutes Zeichen für genau, euch, dass es einfach weitergeht. Progress einfach. Hast du noch irgendeine Pose, die du vielleicht machen willst, die die Leute unbedingt sehen wollen? Oder irgendein Fact, beziehungsweise irgendwas, was du aus deiner Erfahrung bisher teilen möchtest? Oder irgendwas, was du
gute Frage eigentlich. Ich habe eigentlich nicht wirklich was, okay, den Leuten sagen will. Einfach dranbleiben, trust genau, einfach, the process. Einfach durchziehen, Freunde. Wichtig vielleicht auch, wenn mal was nicht... Plan. Ja, genau. Wenn mal was nicht klappt, Freunde, dreht an kleinen Schrauben, nicht alles direkt umrempeln, weil dann wisst ihr im Endeffekt nicht mehr, okay, was war jetzt das Ausschlaggebende, was die Sache verändert hat, sondern dreht an kleinen Schrauben, vielleicht mal ein bisschen mehr Volumen, wenn ihr irgendwie Probleme habt, gerade im Aufbau oder sonstige Sachen, wenn es nicht vorangeht. Wie gesagt, Freunde, ihr wisst Bescheid, glaube ich. Schaut unbedingt bei Simon vorbei, schreibt uns unbedingt eine Meinung, bitte, was ihr zum 15-jährigen Simon haltet, Freunde, zu seiner Form, zu seinem, keine Ahnung was, zu seinem Progress, zu seinem, checkt ihn unbedingt auf Insta, Freunde, dort postet er recht viel. Ich würde mich bedanken. Ich bedanke mich auch bei euch, Freunde, fürs Zuschauen. Lasst uns unbedingt einen Like da, Kommentar und Abo natürlich. Und ich würde sagen, falls ihr Ideen habt, was wir als nächstes abdrehen sollen, unbedingt in die Kommentarbox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.